Jo, hier ist Mr. Mike. Es gibt Neuigkeiten von Big Baller Brand. LaVar Ball startet seine eigene Basketballliga. Echt abgefahren, was er da jetzt vorhat. Das ist wahrscheinlich auch eine Reaktion darauf, dass seine Kids nicht zum College gehen. Und zwar ist diese Liga eine Alternative zum College. Da sollen abgehende Highschool-Spieler dran teilnehmen dürfen. Also die sucht er sich so selber aus. Den bezahlt er auch was. Der niedrigste Lohnsatz dabei ist $3.000 im Monat. Höchste Rate $10.000 im Monat. Das kann sich doch sehen lassen. Das ist echt ein guter Verdienst. Würde ich auch sofort nehmen. Also ja, da kann man gut leben, finde ich. Jetzt werden als erstes mal 80 Spieler gesucht für 10 verschiedene Teams. Also pro Team 8 Spieler. Und ja, dann wird gesehen, was so abgeht. Gespielt wird in NBA-Hallen, da auch schon mal richtig krass. Und ja, er steckt da schon ganz schön Kohle rein, denke ich. Und hört sich eigentlich so ziemlich gut an, finde ich. So eine eigene Liga, das schadet nicht. Schaden kann es nicht, finde ich. Und ja, wenn er da Kohle reinsteckt und so auch Leute fördert, finde ich auch eine coole Sache. Das Logo der Liga ist allerdings Lonzo Ball, eine Silhouette von ihm, gerade beim Dunken. Man kann das Ganze ja so ein bisschen sehen, LaVar Ball gegen die NCAA. Ihr wisst ja selber, weil er seine Söhne vom College genommen hat und ja, die nach Litauen gehen. Und man wird sehen, wo sich das hin entwickelt. Ich finde es auf jeden Fall cool. Und ich finde, es gehört auch so eine eigene Liga in Deutschland nochmal hin. Nicht so abhängig von der DBB und der FIBA, so ein eigenes Ding starten. Gibt es ja auch schon in Berlin zum Beispiel, da haben welche eine eigene Liga gestellt. Aber da hast du natürlich auch jede Menge Ballers. Das ist aber eine ziemlich coole Aktion. Ich habe da... Bisschen habe ich mich informiert, wie viele Teams es so gibt, aber es ist halt nur in Berlin gerade am Start und das ist echt eine coole Sache mit eigenen Teams und Regeln sind natürlich die gleiche, auch ein Ligabetrieb, aber halt abhängig von der DBB. Die können ihr eigenes Ding so eine Art machen und das ist echt eine geile Sache, finde ich. Man darf sich nicht von einem so abhängig machen, das ist so eine Sache, weiß ich nicht. Kann man doch machen, mehrere Ligen, oder? Da geht es halt einfach nur just for fun um Basketball, da kriegt keiner Kohle, das ist halt Amateurliga und so und ja, weiß ich nicht. Eure Meinung dazu, wie findet ihr das? LaVar Ball wieder am Durchstarten, eine geniale Marketingidee, wird sich das durchsetzen oder nicht? Und in Deutschland sollte sowas in Deutschland auch nochmal her. Also Deutschland würde ich echt hardcore-mäßig feiern. So, ja, so eine Alternative einfach für Freizeitspieler halt so. Weiß ich nicht, ich fände den Gedanken richtig cool und naja, Feedback geben. Vielen Dank, euer Mr. Mike.